Spinnenbeine ging gut voran. Das absurde Böse hatte gut die Hälfte der Aufgabe bewältigt. Wobei Spinnen eigentlich ganz nützliche Tiere sind, weil sie beispielsweise Mücken mit ihrem nervigen Gesumme einfach wegmampfen. Warum können denn hier keine Mücken getötet werden, hä? Das wäre doch viel sinnvoller. Du kannst doch nicht opfern, wenn wir zwischen der Aufnahme sind. Ich hab nur... Egal, wie auch immer, willkommen zurück. Die nächsten Helden wollen gleich hierher kommen und sich töten lassen. Mhm. Und ich habe das immer noch nicht so genau verstanden, wann wir jetzt hier eine Bonuskreatur kriegen. Und das finde ich ein bisschen schade. Tja. Aber gut. Was haben wir jetzt hier eigentlich mittlerweile? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Sehr schön. Talia macht gerade irgendwie 5 auf einmal fertig. Sehr gut. Weiter so. Zahltag. Talia hat jetzt den. Sie kriegt keinen Soldpack. Aus Absicht? Nö. Okay. Oder es macht weil die kriegt eh keinen Sold, da ist das so ein bisschen. Möglich. Das experimentierfreudige Böse probierte dies selbstverständlich sofort aus. Okay. Wir sollen irgendwie Schnodderlinge opfern. Who knows? Wie kriegen wir die denn? Indem man sie aufhebt. Okay. Keine andere Wahl. Okay. Doch, am Menü und dann oben links die Worker noch anhaken, dass sie auch angezeigt werden. Wo? Wenn du M drückst, oben links den Tab für die anklicken, damit sie in der Liste auftauchen. Nee, Moment mal. Irgendwas sehe ich gerade nicht. Ich habe N gedrückt für Kreaturen. M. 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 Jetzt ja. Am Menü. Schnodderling, okay. Immer am Menü. Wenn ich die jetzt... Wie kann ich die aufnehmen? Hey, Hände weg! Draufklicken. Wir greifen sie von oben an. Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen. Okay. Dann schaue ich mal, wie viel ich opfern muss. Eins. Ein guter Wurf mit diesem Schnodderling. 2. Ein formidabler Wurf. Dieser Schnodderling ist perfekt im Höllenschlund gelandet, mit dem Arsch zuerst. 3. Ein guter Wurf mit diesem Schnodderling. Eine eurer Bösartigkeitsinseln wurde eingenommen. Nicht gut. 4. Schön aus dem Handgelenk geworfen. 5. Das schenkungsfreudige Böse hat eine bedeutsame Anzahl an Schnodderlingen durch den Höllenschlund entsorgt. Die Dämonen würdigten dies zwar nicht, jedoch zeigte sich ein ungewöhnlicher Ansprung in der Arbeitskraft der verbleibenden Schnodderlinge, die offensichtlich mehr als willens waren, sich unentbehrlich zu machen. Sehr gute Motivationsarbeit. Also 5 Stück brauchen wir wohl. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Dann könnten wir doch mal schauen, ob wir, wenn wir jetzt die anderen hier noch opfern, ob das passt dann. Wie viele Waldhüter haben wir denn? 1. 1. Ja. Wie viele Novizinnen habe ich denn schon geopfert? Ich glaube 4. Entweder 3 oder 4. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Komm, wir opfern jetzt einfach alles, was wir hier an Helden haben. Irgendwann kriegen wir da schon was. Mit einem anständigen Rülpsen kommentierte der Höllenschlund die Opferung eines lebenden Helden. Ein weiterer Lemming stürzte sich von der Klippe. Oh, ich meine Held und Höllenschlund. Tut mir leid. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Im Tausch gegen das Opfer des spinnefeinden Bösen ließen die Dämonen des Höllenschlunds einige zottelbeinige Arachniden in den Dungeon trippeln.
Gott sei Dank hatte ich meine Arachnophobie damals mittels Elektroschocks behandeln lassen. Und es sind auch fast keine bleibenden Schäden geblieben. Das Opfer erfreute selbstverständlich die Grubenlords jenseits des Höllenschlunds. Doch es schien sie nicht dazu zu bewegen, etwas dafür einzutauschen. Offensichtlich wollten sie jeden Handel nur ein einziges Mal durchführen. Geizhälse. Okay. Ein Held verschwand mit okay, also Krieger können wir noch reinschicken. Schurkinnen, glaube ich, brauchen wir nicht mehr. Im Höllenschlund. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Ich versuche hier gerade noch rauszufinden, was ich noch opfern muss. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Dass die Dämonen besänftigende Böse hatte einen Helden geopfert. Wie auch immer. Gut. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder raus. Ja, und so. Dann. Ich habe mal in der Hand. Gut. Dann opfern wir mal, erobern wir mal diese Insel hier wieder zurück. Thanos muss sterben. Kann ja nicht sein hier, dass die hier uns unsere Böshaftigkeit abspenstig machen. Okay, ah, da ist noch einer. Ah, verdammt, ich glaube, ich habe eine Patt abgefangen. Shit! Passt schon. Nee, passt nicht. Warte mal. Nee, au. Es ist Zeit. Weil die haben sich gerade an meinen Nagas bemächtigt. Der steht nicht mehr auf. Was? Mit Pfeilen und so. Ja, Spannerei. Richtig. Das ist aber frech. Ich auch so. Wo rennen wir denn hin? Wir rennen einfach mal geradeaus. Okay, passt schon. Das ist ja doof, wenn man nicht weiß, was man noch opfern muss. So. Also, aber ich glaube, ich habe Waldhüter reingeschmissen. Dementsprechend glaube ich, die müssen wir nicht mehr. Okay. Das weitsichtige Böse hatte ein bescheidenes Zentaurenlager entdeckt. Als gutes, naturbejahendes Wesen wollte das grauenvolle Böse diese Fläche sofort in ein Naturschutzgebiet umwandeln. Dazu musste natürlich alles im Wege Stehende weich. Oh, die armen Zentauren. Leider mussten sie sterben. Zum Wohle eines größeren Übels. Es war geschafft. Das letzte Einhorn, ich meine, der letzte Zentaur, war seiner Zehennägel beraubt und diese wurden vom eifrigen Bösen dem Höllenschlund geopfert. In diesem Moment fiel ihm ein, dass jeder Zentaur ja eigentlich vier von den Dingern hat. Das hätte die Arbeit natürlich etwas vereinfacht. Aber gut, herausragende Intelligenz war noch nie ein Einstellungskriterium für böse Erzschurken gewesen. So oder so war das Ziel erreicht. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Okay. Hier ist gerade einiges los. Party time. Geschafft.
Alle Spinnenbeine waren dem Höllenschlund übergeben. Das spinnenhassende Böse hatte diese Aufgabe gemeistert, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen. Okay. So, was ist jetzt hier mit den verbliebenen Opferungen? Haben die mal abgeholt? So. Besser. Hm? Was hast du gemacht? Ach. Ich habe die Talia einen anderen Perk gegeben. Jetzt macht sie mehr Crit Damage. Auch schön. Ja. Mit einem anständigen Rülpsen kommentierte der Höllenschlund die Opferung eines lebenden Helden. Sag mal, wie viele Novizen wollen wir denn noch reinschicken? Na hallo, du schöne Dämonia. Oh. Die Dämonen des Höllenschlunds schenken dem noch einzubalsamierenden Bösen zum Dank für sein Opfer einige ihrer Suppen. Auch nochmal, Leute. Da sind ja noch Spinnen. So, ich hoffe, jetzt können wir es auch langsam mit den anderen. Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Mit einem anständigen Rülpsen kommentierte der Höllenschlund die Opferung eines lebenden Helden. Wir brauchen mehr Zwerge. Glaube ich zumindest. Muss mal kurz noch rausfinden, was passiert, wenn ich nochmal eine Schurkin reinschicke. Ein weiterer Lemming stürzte sich. Verdammt, da gibt's keinen Kommentar dazu, ob ich jetzt den falschen oder den richtigen renne. Tut mir leid. Soll ich nicht extra Spinnenbeine reinschmeißen? Nichts. Cool. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich muss hier so einen ganzen Wurmglibber da jetzt auch noch ran. Rotierender Flammer. Jetzt geht's aber los. Ja, jetzt geht's los, ne? Apropos Talia. Mal ein bisschen upgraden. Okay, also Lehrlinge weiß ich, dass ich habe. Zahltag. Das passt auf jeden Fall. Ich bin eben ziemlich sicher, dass ich Waldläufer reingeschmissen habe. Aber Wächter fehlen offensichtlich noch. Ein weiterer Lemming stürzte sich von der Klippe. Oh, ich meine Held und Höllenschlund. Tut mir leid. Aber ob die jetzt, was da jetzt alles zählt, keine Ahnung. Ja, irgendwie wird das wohl nichts. Tja. Dann würde ich sagen, gehe ich wieder raus. Vernichtet das Gute! Warte. Jupp, okay. Was kann ich tun? Und dann machen wir hier mal weiter platt. Die Armeen des fabelhaften Bösen hatten die Stadt erreicht. Jaina war allerdings bereits über alle Berge. Dann werde ich meine Wut eben an den Bewohnern auslassen. Vorwärts! Hast du nicht schon genug Städte ins Unglück gestürzt? Ist das eine Fangfrage? Ich gebe zu, ich hätte mir die Frage sparen können. Du Monster! Danke.
Ja, jetzt brauchen wir hier noch einen Böshaftigkeitsschrein. Wo wir definitiv noch nicht genügend von haben. Der steht nicht mehr auf. Hört man eigentlich im Hintergrund die Musik bei mir? Weiß ich nicht. Und jetzt machen wir das gleich nochmal. All die armen Seelen, die durch mein Scheitern und meine fehlende Willensstärke sterben müssen. Es ist so traurig. Plündern, Brandschatzen, töten. Was ist da gerade in unserer Basis rot? Autsch. Helden befreien Gefangene aus eurem Dungeon. Rot. Ah. Wo ist in der Basis was rot? Da, wo Helden gerade unsere Gefangenen, ihre Gefangenen befreien. Das sehe ich tatsächlich nicht. Okay. Ah, das ist eine andere Farbe. Okay, gut zu wissen. Ja, das ist immer schön, wenn man während der Entwicklung jedes Mal wieder sagt, so, ja, es wäre schön, wenn wir einen guten Kontrast zwischen Sachen haben für die Rot-Grün-Schwachen, weil ich bin rot. Aber das ist ja doch interessiert. Was? Dann beim nächsten Mal einfach selber machen. Schütze. So, hoffentlich gehen Schützen auch. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Das opferbereite Böse ließ einen Helden im Höllenschlund verschwinden. Das ist nervig. Weil ich echt nicht weiß, welche. Ob er Wächter oder Ding. Ein Held verschwand mit einem langgezogenen und unter geradezu leichtsinniger Missachtung der Gravitation im Höllenschlund. Ich würde ja fast irgendwie am liebsten googeln. Opferungen. Jetzt geht's los. Ich finde nichts. Dachte ich mich, da habe ich dich schon für alle Details, aber nie. Hat er wieder keine Ahnung. Ja. So ist das. So, ich würde sagen, wir warten jetzt noch hier die Gruppe ab, die da kommt. Wenn das wieder nichts wird. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich glaube, wir haben jetzt genug Fallen. Ah, es kommen noch Pfeilfallen dazu, nett. Ja, natürlich. Man kann nie genug haben. Das mit dem Teleportieren hat irgendwie nicht geklappt, oder wie? Was? Das Teleportieren der... Viecher. Ach so, ja, es geht, glaube ich, nicht... Ja, genau, sie können aber nichts transportieren. Das... Also... Ja, ja, aber zum Hinlaufen, dachte ich. Ach so. Vielleicht hatten sie sich vorher schon, sonst hat durch einen Cooldown. Okay, ich opfer jetzt einfach hier alles, was hier irgendwo rumkreucht und fleucht. Ich habe eine richtige Reihenfolge, mein Freund. Was? Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Die Dämonen jenseits des Höllenschlunds waren äußerst verzückt von dem Opfer des niederträchtigen Bösen und warfen zum Dank mickrige Imps durch das Portal. Sehr gut. Südlich. Perfekt, dann haben wir es ja jetzt. Dann kann ich jetzt endlich alles platt machen. Du holst dir deine Sachen zurück. Ja. Man muss nur oft genug einspammen. Ich bin die Königin des Bösen. So, wo will ich hin? Hier.
Gut, dann forschen wir doch mal hier noch ein bisschen mehr Kreaturen. Die Armeen des entdeckungsfreudigen Bösen hatten ein Lager der Helden erspäht. Sofort kümmerten sie sich um dessen Rückbau. Ganz genau. Los, machen wir das Ding platt. Schon dabei, keine Angst. Ein weiterer glorreicher Sieg für die Königin des Bösen. Oh, ich meine für das absolute Böse. Oh, was habe ich hier vergessen? Ist ja nicht meine Armee. Noch nicht. Du bist die Königin des Bösen? Also ich habe dich nicht gewählt. Überhaupt wäre mir die Königin der Verdammten lieber. Wirklich? Oh Gott. Schrecklicher Film. Bis auf die Musik. Die aber natürlich treffen. Immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Gebissen im Zwielicht. Nee, nehmen wir mal hier. Was? Hat auch schon. Sag mal, die haben ja alle schon Perks. Ihr so, jetzt so ein Ärger. Schrecklich. Dann einmal Stadtplatt machen. Dann haben wir es auch fast schon. So. Mhm. Wo bist du denn? Auf dem Weg nach Norden. Auf dem Weg nach Norden? Krieg ich Nachschub? Yep. Ui. Irgendwo so, kann ich dann, da kann ich, kann ich, da kann ich, da kann ich. So. Wupp. Wupp. Ohoho, schöner Nachschub. Red? Also. Apropos, die Viecher, die jetzt kommen, die kriegst du hin, oder? Die Viecher, die jetzt kommen, krieg ich die hin? Achso, da sind wir in der Fallen. Wenn die durch die Fallen durchlaufen, ja. Ja, ja, ja. Wenn sie nicht irgendwo anders aber mal reinkommen. Ja, ich weiß zwar nicht, wo die gespawnt sind. Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Nest übersehen, aber. Hm. Wie viel Spaß darfst du auch haben? Hm. Ich habe ja meine Fallen und jetzt habe ich noch meine Meteorschauer. Das Bild, das geht schon. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich glaube, das kriegst du locker hin. Das, ja, gerade so. So. Hallo, ein mächtiger Dollaran. Champion der Helden lebte unglücklicherweise in der Stadt. Ronin, dessen klischeegetränkten Namen wir eins zu eins aus einem anderen Universum geklaut haben, verbrachte hier seinen Ruhestand und war alles andere als entzückt, bösartige Kreaturen zu sehen. Allerdings gab es bestimmt eine hervorragende Belohnung, wenn diesem elenden Gutmenschen endgültig sein Lebenslicht ausgeblasen würde. Belohnung hin oder her. Es wird Spaß machen. Los, kämpft! Der große Champion Ronin ging zu Boden. Das vor Glück strahlende Böse war äußerst. Mhm. Ich habe nur nicht mehr gesehen, wo er war. Gleichzeitig wurde richtig. Diese Anti-Heldentat oh, großzügig belohnt. Wo ist er denn? Da ist er. Heilt sich mit jedem Angriff. So. Das klingt doch was für den Ork. So spät, jetzt geht's zu Sukubus. Wen soll ich machen? Wieder eine Stadt vernichtet. Du bist so böse und grausam. Danke, echt nett von dir. Ich verabscheue dich. Vorsicht, Hass führt zur dunklen Seite. Das strategisch brillante Böse hatte alle Gefahrenquellen eliminiert und somit den Dungeon zu einem ziemlich sicheren Ort gemacht. Den Grubenlord nun zu beschwören, dürfte ein Kinderspiel sein. Gut, dann gehen wir da jetzt noch schnell auf den Friedhof. Mhm. Holen uns ein bisschen Leichenstaub. Noch ein Friedhof? Sehr gut. Hier sollten wir den fehlenden Leichenstaub finden. Los, Leute! Plündert die Gräber! Mir kräuseln sich die Zehennägel. Gräber plündern. Boah, abstoßend. Ja, ja, schon gut. Erzähl deine moralischen Bedenken jemandem, den sie interessiert. Die lächerlichen Wächter des Friedhofs waren beseitigt. Ein Glück für den Totengräber, der diesmal keine weiten Transportwege hatte. Na dann, schmeiß ich mal zurück rein, ja? Mach mal. Es war vollbracht. Uff. Der gesamte endlich war es geschafft und die letzte Zutat in den Höllenschlund geworfen. Das siegreiche Böse
klopfte sich im Angesicht des Triumphs selbst auf die Schulter. Der Höllenschlund begann Furzlaute zu produzieren und Blasen zu werfen. Etwas in seiner Mitte wirbelte wild umher und wurde langsam größer. Das Geräusch, das es dabei verursachte, konnte man als dämonische Litanei empfinden, aber bei genauerem Hinhören erkannte man ein freudiges Hui! Es war der Grubenlord, der nun aus dem Strudel stieg und ein wildes Lachen ausstieß. Lachen. Ach so, das mach ich. Okay. Fürst der Finsternis, gehorche meinen Befehlen. Und natürlich dem absoluten Bösen, du mächtiger Grubenlord, grausamster aller Grausamen. Sein Name ist Crowley. Bitte was? Steht hier im Skript. Der Grubenlord heißt Crowley. Nicht, dass das wichtig wäre, da er nicht selber spricht, aber ich wollte es kurz erwähnen. In Ordnung. Crowley, du Crowley, wirst uns helfen, Jaina Overproud zu bezwingen. Wir werden diese Welt in ein Abbild der Hölle verwandeln. Tochter, versuche, deine Bösartigkeit zu bezwingen. Ich habe dich noch nicht aufgegeben. Stemm dich dagegen. Bring deine gesamte Willenskraft auf. Vater, ich bin noch hier. Ich versuche es. Also, ab und an zumindest, aber mein böses Ich will das nicht mit mir ausdiskutieren. Es weigert sich, meiner Argumentation zu folgen und... Es kümmert sich nicht darum, was du sagst. Wie oft muss ich es dir noch sagen? Crowley, der Grubenlord, lauschte interessiert Talias innerem Zwist und grummelte bei den Worten Thanos. Nicht-Höllenbewohner waren so nervig. Thanos verschwand nach einer Schimpf- und Beleidigungstirade der bösen Talia. Diese wandte sich dann Crowley zu. Komm, Grubenlord, ich meine Crowley. Schnappen wir uns die vermaledeite Magierin. Jaina Overproud, deine Tage sind gezählt. Heißt der Crowley, weil er gerne gecrowled wird? Wahrscheinlich. Okay. Ja, wunderbar. Damit wären wir mal wieder fertig. Wir haben es schon wieder nicht geschafft, eine Tür zu zerstören, Sachen. Oh no. Zerstören zu lassen. Wir müssen mal die Taste für böses Lachen drücken. Ich weiß ja nicht, welches ist. Wie auch immer. Zurück zur Kampagne. Ich weiß nicht, ob ein Video kommt. Nein? Okay, cool. Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Servus.